Wie war es denn? Wie ist es für Sie, fürs Lebenswerk ausgezeichnet zu werden? Ach, das war, es war eine große Überraschung. Ich weiß es natürlich schon so ganz heimlich durch Gemunkel seit mehreren Wochen. Aber es hat mich trotzdem erschüttert, weil zum Beispiel ich eigentlich damit nicht gerechnet habe. Also man rechnet nicht damit, wenn man irgendwie lange Zeit ganz viel leistet und so weiter, dann ist man doch überrascht, wenn man doch irgendwie findet, man kriegt mal was zurück nach so langer Zeit? Ja, das ist es, so sehe ich das auch, aber ich wundere mich trotzdem, weil zum Beispiel ich ja nicht so in diesem Mainstream passe, der allgemeinen Pop-Situation. Und ich bin ja so, falle ja so ein bisschen raus. Und deswegen hat mich das besonders überrascht. Das ist ja schön. Wie fanden Sie denn den Auftritt mit den Herren hier, mit den Toten Hosen? Ach, das sind... Ich komme. Der schleicht sich hier schon wieder auch rum. Der lässt sich gar nicht mehr alleine. Die Toten Hosen haben mich aufgenommen wie einen älteren Bruder. Wie der ältere Bruder. So ist es so. So ist es auch. Und die haben meistens noch mehr Unfug im Kopf als die Jungen. Ist es so. Was denn zum Beispiel? Wie geht es denn hier auf der Aftershow-Party? Bleiben Sie noch ein bisschen und feiern mit den Hosen? Wir wollen noch mal zur Party. Ja, ja. Und, na dann nochmal herzlichen Glückwunsch und einen ganz, ganz schönen Abend. Ja, das wünsche ich Ihnen auch.